Herzlich willkommen hier in Gelsenkirchen und bei der interaktiven Tour durch das Nordgentour-Museum und der wunderschönen Dachterrasse, von der Sie einen fantastischen Blick über das ganze Ruhrgebiet haben. Mein Name ist Jacqueline Reske und ich nehme Sie heute mit auf diese interaktive Tour. Interaktiv bedeutet, dass Sie eigenständig die Möglichkeit haben, an dieser Tour teilzunehmen. Und das machen Sie folgendermaßen. Sie können das mit dem Handy oder dem Tablet machen und können sich wirklich 360 Grad bewegen. Wenn Sie zu Hause sitzen und vor dem Computer sitzen, haben Sie die Möglichkeit, das wirklich über die Maus zu machen und auch so ein bisschen durch den Raum zu gucken. Sie können sich auch anderweitig orientieren, indem Sie hier unten den Grundriss finden. Dieser Grundriss ermöglicht Ihnen, dass Sie zwischen den ganzen Museumsetagen springen können. Und außerdem haben Sie die Möglichkeit, die blauen Punkte in diesem Raum zu finden. Wenn Sie diese blauen Punkte anklicken, können Sie immer zu der nächsten Station springen. Fühlen Sie sich ganz frei und probieren Sie hier wirklich aus. Sie haben die Möglichkeit, auf zwei unterschiedlichen Wegen sich eigentlich durch diese Tour zu navigieren. Entweder Sie kommen mit mir und dem Geschäftsführer der Nordgentour GmbH durch das Museum, wo Sie wirklich viele Informationen und Inhalte finden auf eine ganz charmante Art und Weise. Möchten Sie lieber selber ein bisschen den Entdeckergeist bei sich wecken, dann können Sie sich auch eigenständig durch das Museum navigieren. Dazu nutzen Sie einfach die Do-it-yourself-Tour. Und jetzt würde ich mich freuen, wir machen mit Herrn Schild gemeinsam eine kleine Tour durchs Museum. Ja, moin! Ja! Hallo, Herr Schild. Oh, Reske. Es freut mich, hier zu sein, in Gelsenkirchen. Es ist grün, die Sonne scheint. Ich habe den Turm und den Herren da oben schon von Weitem gesehen. Wo bin ich denn hier? Besser geht es nicht vom Wetter. Erstmal, wenn Sie sowas mitbringen, Sie sind hier am Nordsternturm. Ja. Dieser Turm ist dann 2010 gebaut worden. Das ganze Ensemble war eine ehemalige Zeche, das war bis 1993 und aus diesem Ganzen haben wir halt was revitalisiert. Im Turm findet sich ein Museum und viele andere attraktive Sachen und die könnte ich Ihnen, wenn Sie Lust haben, zeigen. Auf so. Jeden Fall. Ja, dann lass uns doch los. Gehen wir los. Danke. Jo, da sind wir jetzt hier im Foyer auf die Aufzüge. Wir müssen ja ein bisschen nach oben fahren. Ich drücke den mal hier so runter. Ich habe draußen Lieber West gelesen und Nordsternturm. Wie geht das zusammen? Ja, also Lieber West ist ein sehr großer Wohnungsbaukonzern mit ca. 120.000 Wohnungen, die wir vermieten. Und Nordsternturm ist eine hundertprozentige Tochter. Das Stück, was also dafür zuständig ist, dass wir hier der Öffentlichkeit Kultur und Kunst anbieten. Hundertprozentige Tochter. So hängen wir zusammen. Ja. Ja, ich bin gespannt auf das Museum. Ja, Museum. Aber ja, gehen wir los. Ne? Drücken wir mal auf Zug und gehen da rein. Ja, jetzt sind wir hier, wie man hier auch lesen kann, der 11. Etage angekommen. Ne? Ich sehe hier ein Nordsternmuseum. Ja, da ist der Eingang und Ausgang, das ist übrigens eine Besonderheit, Ein- und Ausgang an derselben Stelle. Nordsternmuseum zeigt die ganze Geschichte der Entwicklung vom Nordstern, die man also erzählt und die Ausstellung, die aktuelle heißt Wandel ist immer und auf 6 bis 7 Etagen erzählen wir die halt hier in dem Museum. Multi, Audio und Video. Ich bin total gespannt und würde mich freuen, wenn wir uns das jetzt einfach mal angucken können. Oh, das ist eine Idee, das machen wir jetzt. Also gerne, zu dem Zweck mache ich uns das mal auf. Die Öffnungszeiten sind also vom Museum immer samstags und sonntags generell und auf Anfrage. So, dann. Was für eine Maschine, was ist das hier alles? Ja. Schon beeindruckend, nicht? Industriekulisse, ja. Also eine Fördermaschine und eine Seilscheibe. Und weil das ein bisschen komplex ist, haben wir also eine Animation gebaut, die hier um die Ecke ist, wo wir gleich vielleicht eben mal hingehen können. Und vielleicht noch ein kurzer Hinweis hier zu dem Zeitstrahl an der Wand. Zieht sich also so durch das ganze Museumskonzept durch. Jede Etage ein Zeitstrahl und dann kann man sich orientieren.
Und jetzt finde ich gut, wenn wir zur Animation gehen könnten, wenn Sie noch motiviert sind. Auf jeden Fall. Okay. Das ist so ein toller Raum hier, so viel lebendige Industriekultur. Ist es nur ein Museum? Ich könnte mir vorstellen, hier kann man noch viel mehr machen. Ja, gute Vorstellung. Sie haben das. Tatsächlich machen wir auch. Also ich zähle mal 2, 3 Sachen auf. Also wir machen regelmäßig Jazzkonzerte hier, so 80 bis 100 Leute. Wir machen Hochzeitsfeierlichkeiten, werden gerne genommen, ja, auch in Verbindung mit Proben oder auch Geburtstage. Also alles in der Größenordnung, wird man so um 80 Personen machen kann. Ja, das machen wir. Also das behalte ich auf jeden Fall im Hinterkopf. Ja, ich hoffe, irgendwann schieben Sie das auch noch in den vorderen Teil vom Kopf rein. Ja, das ist schön. Toll. Ja, nehmen wir den Fahrstuhl? Im Prinzip ja, könnten wir. Also das ist hier ein uralter Fahrstuhl, wie man sieht. Von außen sieht er ja ganz toll aus. Ne? Und, aber von innen ist er hochmodern, wie ein normaler Fahrzeug. So dass, ein Fahrzeug ist auch ein Aufzug. Sodass man also auch behindertengerecht nach unten kommt. Wir würden aber jetzt die Treppe nehmen. Hier kann man natürlich wahlweise gerne auch, aber wir beide gehen über die Treppe, wenn wir das schaffen. Ja? Ja. Ja, dann ab. Wie muss ich mir das denn vorstellen? Wie viele Leute haben so eine große Maschine bedient? Ja, das ist eine interessante Frage. Einer, genau einer. Ein Mensch, in dem Fall Mann, und wir haben das Glück, dass wir den letzten Fördermaschinisten, so heißen die, der da vorne gesessen hat, auch noch lebend bei uns haben. Und mit dem haben wir ausführliche Interviews geführt und er erzählt seine Anekdötkes. Und da gibt es hier vorne dann auch einen Monitor mit Kopfhörer. Auch da kann man, wenn man möchte, sich die ganzen Geschichten von dem anhören. Also ein Mensch. Also wirklich lebende Geschichte. Ja, lebend, ja. So, dann wären wir auf dieser Etage aus meiner Sicht durch. Und da steht ja auch Rundgang. Dann können wir einen tiefer. Los geht's! Wir haben jetzt die Treppe genommen und ich sehe zum dritten Mal schon rote leuchtende Buchstaben auf Kohle. Was hat es denn damit auf sich? Ja, wir haben also jeder Etage ein eigenes Motto gegeben. Und da wollten wir das dann auch so ein bisschen ins Bild setzen und dann ist die Idee geboren worden, das so zu zeigen. Also jede Etage hat immer diese Farbgebung und das ist das Motto. Und mit dem Motto kann man dann ein Stück weiter rechts dann den Etagenplan sich angucken und ist dann im Thema drin. So ist das. Ja, ich finde das auch klasse nach wie vor und tolle Idee. Absolut. Aber dann gehen wir doch jetzt mal zum Etagenplan. Ja, Etagenplan, auf geht's. Ja, also diese Installation hier, spannend, was befindet sich jetzt hier? Ja, also eine ganz andere Rauminstallation, das wird sich übrigens durchziehen. Jeder Raum hat auch so eine andere Optik. Hier arbeiten wir jetzt zur rechten Seite das Thema Streik- und Grubenunglücke ab und auf der linken Seite haben wir Interviews mit Zeitzeugen von Nordstern in so ungefähr 10 Minuten Interviews, die man sich dann auch mit Kopfhörer anhören kann. Oh, das mache ich auf jeden Fall. Ja, dann suchen Sie sich doch mal einen aus da. Also ich höre hier jetzt gerade ein Lied, aber das hört sich jetzt nicht wirklich Ruhrpott-mäßig an. Was ist denn hier? Das haben Sie natürlich wunderbar sofort gehört. Also, ein Wiener Künstler, Georg Kreisler, hat 1961 ein Schmählied über das Ruhrgebiet geschrieben. Kann man sich natürlich trefflich fragen, wir haben es auch nicht rausgekriegt, warum wollte der gerade hier und hat hier gesagt, wie es 61 aussah. Und hat in der Tat beschrieben, wie dreckig es war, was hier so alles ist. Und da hat er sich den Zorn natürlich zugezogen und auch die gesamte Presse hinter sich gekriegt. Also warum, weiß ich nicht. Aber künstlerisch sicherlich ein besonderer Punkt, nicht? Das ja. Gibt es halt nur in Gelsenkirchen. Nur so, genau. So heißt das Lied. Messerscharf. Also das hier ist jetzt Bundesgartenschau 97 in Gelsenkirchen. Was war denn so Besonderes hier? Ja, das war die Bundesgartenschau. Das war die erste bis dahin, die auf einem Industrieareal stattgefunden hat.
Das heißt natürlich vorher Renaturalisierung von Böden und Aufbereitung, also vorher niemals eine Industriebrache und das ist das Besondere. Das war noch so die Initialzündung für viele weitere Sachen, nicht? 97, Bundesgartenschau. Ja. Historische Bilder, ich glaube insgesamt läuft der Film auch 30 Minuten. Aber wir sehen ja nachher auch nochmal wirklich den Park in live, wenn ja. wir auf die Terrasse gehen. Ja, genau. Ich freue mich schon. Ja, das ist, da sieht man dann das, was raus geworden ist bis heute. Geblieben, nicht geworden. Geblieben. Ja, also. Sehr schrill, bunt, anders, habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht in diesem Museum so erwartet. Ja, schrill, anders ist schon mal eine gute Betonung. Ja, wir wollten nicht nur historische Dokumente, bisher haben wir die ja gesehen, aber wir werden jetzt mehr sehen, dass wir auch gesagt haben, wir wollen also Arbeiten von jüngeren Künstlern aus dem Ruhrgebiet. Dies ist hier gemacht zu dem Thema Emscher und das wirkt erst rund, indem man auch die Kopfhörer dazu aufsetzt, also den Ton dazu nimmt. Ja, wenn Sie da mal kurz reinhorchen und das macht das dann rund. Und das Ganze dann aber über 300 Minuten. Okay. Ja. Schon abstrakt. Ja. Ist auf jeden Fall ein komplettes Erlebnis. Über die Ohren und das Sehen. Ja, das zusammen ist es wirklich. Jo. Weiter geht's? Also auf jeder Etage in diesem Museum ist immer wieder was Neues, was mich total beeindruckt. Und hinter uns ist jetzt ein Graffito. Wie kommt das hier hin? Ja, Graffito, echt gute Frage. Also hat einen Zusammenhang hier oben hingucken, da ist eine Sounddusche und wir wollen künstlerisch ein bestimmtes Gedicht hier abspielen, das heißt Pfeilerbruch, das läuft auch hier. Und dann hätte aber ja, wenn man das geguckt hätte und auf eine doofe Wand guckt, leere, war auch blöd. Und dann hat es uns eingefallen, zum Pfeilerbruch haben wir dann so einen Künstler gefunden, haben gesagt, können Sie da was zu machen. So ist das entstanden. Also, wie ich finde, ziemlich passend und attraktiv und modern. Naja, wird wie so vieles nicht jedem gefallen. Ne? Um jede Ecke ist auf jeden Fall was anderes Spannendes, was man sich hier angucken kann. Das ist gut, genau das. Also, kann man auch durchhalten, 2,5 Minuten. Ich würde sagen, wir gehen jetzt um die nächste ja. Ecke, weil ich gespannt bin, was da kommt. Okay, wir werden Sie überraschen. Also das sieht hier jetzt gerade aus wie ein Spiel mit dem Titel Duldungsmühle. Ja, ist auch spielerische Animation. Der Titel Duldungsmühle ist politisch intendiert, sozusagen beschäftigt sich mit dem Thema der in Deutschland geduldeten und das Ganze ist eingebettet von einer jungen Künstlerin in dieses Spiel. Man kann auch wirklich richtig spielen und dann entwickelt sich das daraus. Also, dann würde ich sagen, ja, drücke ich jetzt mal den Stempel. Hauen Sie mal los, den Stempel, das steht ja da und dann geht's los. Und den Rest müssen die Besucher sich dann gerne hier selber angucken. Das geht jetzt einige Minuten und man hat dann also eben Spaß, wird durch das Spiel geleitet. Ich sehe hier gerade auf dem Etagen- oder Ebenenplan, dass hier zwei Monitore sind mit Schulprojekten. Wie kommt man denn dazu, in einem Museum Schulprojekte mit einzubinden? Ja, die Idee war also erstens, lokalen Bezug zu schaffen mit zwei Oberstufen und dann haben wir ein Thema vorgegeben, Wohnen und Leben in Gelsenkirchen. Und die Bedingung war maximal 5 Minuten nur mit dem Smartphone. Und unter dem Titel Wohnen, Leben, Gelsenkirchen hat ja direkt Bezug hier zur alten Zeche und so ist die Idee entstanden. Und wir haben jetzt schon 3 Jahre hintereinander, also jeweils 3 Filme, die wir hintereinander hier stellen. Laden wir immer die Schüler, Eltern, Lehrer ein und machen dann so eine Präsentation einmal im Jahr. Und ja, es ist eine sehr schöne Kooperation. Und wenn man sieht, inzwischen haben wir 6 Beiträge, die sind alle komplett anders. Also von der Kreativität
klasse. Schön, dass die jungen Leute auch hier mit so einbezogen werden in dieses Museum. Mhm. Ja, jetzt und hat ihnen auch viel so Spaß gemacht. Ja. Super. Da hinten eine Etage hätten wir noch. Dann los. Auf geht's. Ich lese da unten Fritz Schupp. Also anscheinend muss man ihn hier in Gelsenkirchen kennen. Ja, ja, müssen. Wäre schon gut. Also Fritz Schupp ist der bekannteste Industriearchitekt seiner Zeit, der so mit seiner Architekturform die Zechen entwickelt hat. Also die beiden hier und die andere große Zeche Zollverein, unsere große Schwester nebenan, das ist sein Werk und da sieht man tatsächlich auch die ganze Industriearchitektur gut. Und mit dem Zitat hat er natürlich der Stadt auch nochmal was hinterlassen. Ne? Das mit dem finde ich schon prägend für die Zeit und die Stadt, ja. Der Fritz und finden auch viele Straßennamen und so, wenn Sie jetzt das mal irgendwo sehen, Fritz-Schupp-Straße, dann wissen Sie gleich, ob Industriearchitekt. Das heißt, auf der Ebene 6 kommen wir jetzt auch so ein bisschen zu dem Thema Identitäten. Ja, ja, ja genau, Identitäten, die daraus entstanden sind, ja. Ja, dann bin ich gespannt, wen wir jetzt gleich noch weiter kennenlernen. Ja, da gucken wir mal, also zumindest. Also der Herkules sah früher aber schon ein bisschen anders aus mit seinen blauen Haaren. Jo. Sehr kräftige blaue Haare, heute alles weg. Das ist die Witterung und wir wussten aber, als wir damals den erworben haben, dass das auch so kommen wird. Und weil er aber so ein bisschen andere Farbe hatte, haben wir hier die Chance genutzt zu einem Drohnenflug, dass man überhaupt einmal von vorne dran fliegt. Man sieht den ja, wir werden später auf der Dachterrasse sehen, nur von hinten. Hier also von vorne, noch mit etwas ursprünglicher Haarfarbe, Bartfarbe und dann ja, den Rest gucken wir uns dann oben an. Ne? Ja, da bin ich schon sehr gespannt. Ja, 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 ja. Also die Sachen. Also von daher Drohnenflug hier. Also ich glaube, das ist jetzt wirklich ein Must-See in diesem Museum. Jeder kann den Herkules auf dem Dach sehen, aber wie er wirklich nach Gelsenkirchen gekommen ist, das erfahre ich ja nur hier. Jo, das stimmt. Und hier sehen wir, heute würde man sagen, das Making-of. Etwas ältere würden sagen, wie der Herkules nach Gelsenkirchen kam. Und hier ist in 12 Minuten plus ein paar Sekunden wirklich aufgezeichnet im Zeitraffer. Alles von der Idee bis zur Fertigung, bis er oben als stolzer Kerl am Dach steht. Wir gucken uns den natürlich gleich noch am Dach an. Aber ich bin bei Ihnen, das ist muss. Dann will ich aber jetzt auch den Herkules mal wirklich richtig sehen. Okay, dann machen wir. Also hier sind wir ja schon sehr nah dran am Herkules. Ich habe ihn mir aber ein bisschen größer vorgestellt. Ja, 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 ja. Ja, ich habe sie erst noch mal hier hingelockt, weil das ist sozusagen die Fotobox. Das wurde ein bisschen in Proportion, damit wir gemeinsam ein Foto machen können. Alle anderen auch. Und jetzt gehen wir aber wirklich aufs Dach. Ah, endlich. Also da ist schon noch ein Unterschied. Da warte ich drauf. Ja, dann sollten wir aber auch zügig machen. Ab. So, jetzt fahren wir in den Turm wieder hoch. Genau, in den Turm. Wir sind ja jetzt praktisch und auch durchs ganze Museum gelaufen, immer die Treppen runter. Waren jetzt unten auf der Etage 6 und nun müssen wir wieder auf die 11. hoch. Sie erinnern sich noch schwach oben, Ein- und Ausgang? Ja. Die Besonderheit des Museums. Und jetzt fahren wir halt mit diesen in schicken Außen sehr historischen Aufzug hoch, nicht? Und simulieren hier so ein bisschen eine Seilfahrtatmosphäre, aber mit einer vierfachen Geschwindigkeit wäre so ein Korb gefahren. Das ist das ja mehr so für zivilisierte Fahrten. Hier kann man ja unglaublich weit gucken. Das Ruhrgebiet ist so grün da vorne. Ist es die Zeche Zollverein? Ich bin mir gerade ein bisschen unsicher. Was sehe ich denn hier? Da kann ich Ihnen die Unsicherheit nehmen. Das ist die Zeche Zollverein. Und wenn man genau hinguckt, sieht man auch dieses, den Förderturm, also das Symbol vom Welterbe. Ja. Und wenn Sie jetzt hier den Nahraum sehen, da sehen Sie ja den Gelsenkirchener Stadtpark. Wir hatten heute schon darüber gesprochen. Das sind also sozusagen die Folgen, die schönen Folgen von der Bundesgartenschau.
bis weit hinten auch rein. Eine grandiose Sicht. Und vieles mehr. Toll, dass es einfach so grün ist. Ja, ist unglaublich, oder? Das ist doch noch mal... Also noch mal mehr ein Grund, eigentlich hier hinzukommen, ja, und einfach mal den Blick übers Ruhrgebiet schweifen zu lassen. Und nahezu immer ist die Aussage auch gleich bei allen Besuchern, wie sie angefangen haben, waren die dann, boah, so grün. Ja, also selbst für Menschen, die hier wohnen. Ja. Also ein bisschen links sehen Sie jetzt Gelsenkirchen und weiter am Horizont können Sie durchaus bis zum Bergischen Land gucken. Dann gucke ich direkt auch noch mal hinten um die Ecke, was man da alles so sieht. Ich würde mitkommen, wenn ich darf. Also einmal drumherum gelaufen, oben auf der Besucherterrasse. Und ich sehe, auch da passiert hinten ganz viel. In welche Richtung gucke ich da? Hier gucken Sie jetzt in die Richtung Oberhausen. Und am Horizont, da ist dann der Gasometer in Oberhausen. Das ist ja auch ein Kunstobjekt, und vorher sehen Sie noch die letzte sozusagen amtierende Kokerei hier auf dem Gebiet. Also noch ein bisschen Industriekulisse, Tetraeder in Bottrop sieht man, das ist so die komplette Richtung. Und auch wieder recht grün. Das heißt, wenn ich ja von hier aus bis zum Tetraeder gucken kann, dann ist es ja auch genauso. Ich bin auf dem Tetraeder und dann müsste ich ja eigentlich den großen Kollegen, der jetzt hinter uns ist, von da aus sehen können. Aber ganz sicher, ich war erst vor kurzem da und man sieht den sehr, sehr gut. Und auch von der anderen Halde, wir haben ja viele Halden drumherum, Haniel. Ja, den großen Kollegen, wie Sie den nennen, den sieht man gut. Sollen wir uns den mal ein bisschen näher angucken? Auf jeden Fall. Ja, guckt. Da ist er. Also, jetzt bin ich endlich angekommen beim Herkules. Gerade noch in den anderen Etagen in klein gesehen. Der ist sehr imposant. Ja, das würde ich auch sagen. Ne? Also kann man schon sagen, und knackig, oder? So. Auf jeden Fall. So die Waden der Hintern. Also wie gesagt, Herkules, paar technische Daten. Der ist so 18 Meter hoch, 23 Tonnen schwer. Von Markus Lüppertz gemacht worden, einer der bekanntesten gegenwärtigen Künstler. Ja, kann man mal gut nachgucken, wird man finden. Und ist natürlich als Kunst im öffentlichen Raum auch streitbar. Ne? Also von daher. Aber imposant ist der Treffer. Nein, das ist so, ja. Also ich finde, wenn man sich das online anguckt, ist es eine Sache. Wenn man es in den Etagen unten sieht, ist es die nächste. Aber hier wirklich live auf der Dachterrasse zu stehen und dann direkt unter ihm zu sein, das sollte man auf jeden Fall tun. Ich kann das wirklich nur jedem empfehlen, hier hinzukommen, das Museum zu besuchen, die Dachterrasse zu besuchen und auch ganz nah am Fuß des Herkules zu sein. Ja, ich bin ganz bei Ihnen. Da würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn möglichst viele kommen. Die Öffnungszeiten sind immer montags bis sonntags von 11 bis 17 Uhr, also jeden Tag geöffnet. Kommen Sie vorbei, freuen wir uns, und vielleicht haben Sie auch so ein tolles Wetter wie wir heute bei unserem Rundgang, nicht? Das würde ich natürlich jedem wünschen, aber auch bei schlechtem Wetter kann man wirklich gut in das Museum kommen. Ich glaube, da kann man gut sich einfach drin bewegen und viel mitnehmen. Ja, stimmt. Also, dann sagen wir, kommt vorbei. Auf jeden Fall. Am besten direkt vorbeikommen, bei Fragen immer gerne melden. Herr Schild, ich bedanke mich für die tolle Tour, die Sie mir heute gegeben haben. Und mir bleibt nichts anderes zu sagen als Glück auf, wie man das hier so sagt. Ja, Mensch. Glück auf und auch danke, dass Sie bei uns waren.